Okay. Im letzten Part haben wir Geister, im letzten Stream haben wir Geister der entgangenen Weihnacht gelöst, also im letzten The Dark Side Detective Stream. Also da gab es Hausflipper. Heute spielen wir Freiakte Nummer 8, die vorletzte überhaupt hier im ganzen Spiel. Einer flog ins Kuckucksnest. Joa, na dann spielen wir Einer flog ins Kuckucksnest. Bei Zusammenfassung, Bass ist von seinem Ausflug im Park nicht zurückgekehrt. Einer flog ins Kuckucksnest. Sie ist also der letzte bekannte Aufenthaltsort von Bass. Ja, er kam vor dem Abendessen zum Botanischen Garten. Seitdem hat niemand etwas von ihm gehört. Dieser große bassförmige Fleck an der Wand legt tatsächlich nahe, dass er hier war. Dann würden wir mal herausfinden, was passiert ist. Hoffentlich finden wir ihn, Detective. Das werden wir, Dougie. Denn Patricia weigert sich, Abendessen zu machen, bevor er gefunden ist. Das Pflanzenhaus, das sich im treffend benannten Botanischen Garten befindet. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von Bass. Hoffentlich ist er nicht an Bord gegangen. Ich habe gehört, dass die Botanik vor 100 Jahren einen Eisberg geräumt hat und alle ertrunken sind. Ich glaube, dazu sage ich mal lieber nichts. Sieht aus, als hätte er gerade ein Graffiti an die Wand gesprüht, als die Dose explodiert ist. Dabei habe ich ihm gesagt, dass er kein billiges Zeug kaufen soll. Und dass er keine Gebäude ansprühen soll. Dem Gesicht nach zu urteilen scheint das schließlich illegal zu sein. Ja. Eine Dose von Bass explodierte blauer Farbe. Eine Dose von jemandes explodierter blauer Farbe. Judy, willst du, dass ich Bass finde oder nicht? Mein Mandant plädiert auf Mambo Number 5. Du meinst Nummer 5, den 5. Zusatzartikel der Verfassung. Nu hat für seinen Song keine Zusätze gebraucht. Der hat sofort eingeschlagen. Ja. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Das muss man ihm lassen. Er ist ein wahrer Künstler. Das war ein Unfall. Große Kunst ist immer ein Unfall. Was? Dali, De Guin, Prinz, Shelley und sogar Da Vinci. Ihre ganze Arbeit soll ein Unfall gewesen sein. Dann holen wir einen dieser Menschen, die erklären können, was sie damit ausdrücken wollten. Du kannst es nicht, womit der Beweis erbracht wäre. Euer Ehe. Ein Gartenzwerg? Zwergzeug kann man immer gebrauchen. Erstaunlich, dass wir dieses Wortspiel nicht schon früher verwendet haben. Ein Gartenzwerg. Es ist keine Zeit zum Ausruhen, Detective. Die Venus-Menschenfalle ist jährlich für 11 Tode in diesem Garten verantwortlich. Dudi, komm ihr lieber nicht zu nah. Aha. Sieh diese Blumen nicht an. Das sind in Wirklichkeit Eichhörnchen im Zeugenschutz. Es ist zu dunkel, um viel zu erkennen. Ich sehe nur ein bisschen blaues Leuchten. Der Strom scheint ausgefallen zu sein. Die automatischen Türen funktionieren nicht. Aha. Oha.
Geld mal aber hier kurz. In Nähe zum Dach, ich komme nur nicht dran. Okay. Ein Schild, ein Wimpel und ein Parkwächter. Brauchen Sie das? Wie bitte? Das sind Beweise von einem Tatort, die können Sie nicht einfach mitnehmen. Würden Sie nur zur Analyse ins Labor bringen. Oh, na dann, das erspart mir den Papierkram. Ja, genau. Finger weg, ich muss diese Dose auf DNA-Proben untersuchen. Warum DNA und nicht Fingerabdrücke? Fingerabdrücke kann ich nicht schmecken. Und ich habe keine Ausrüstung dafür. Ah ja. Da steht, die Wimpel bleiben hier. Wenn sie kein Mann des Gesetzes wären, so wie ich, würde ich sie dafür in Pflanzen feststecken. So etwas gibt es nicht. Ach ja, machen sie nur weiter Ärger, dann werden sie es schon sehen. Ah ja. Interessant. Eine Sportmütze. Sieht aus wie Bass Mütze. Das liegt daran, dass sie da, das ist, sie ist außer Reichweite, aber zumindest sind wir auf der richtigen Spur. Unser Baum reicht bis zum Dach, wenn wir nur eine Möglichkeit hätten, dort hinauf zu gelangen. Wenn ich es hochwerfen könnte, gibt es nichts, womit es dort befestigt werden könnte. Wenn wir ihm das um den Hals wickeln, nein. Das wäre zu makaber. Wickeln wir es um seine Füße, dann haben wir einen immer noch etwas makaberen Wurf haben. Oh nein, was macht hier mit Zwergen? Damit sollten wir auf den Baum und von dort aufs Dach klettern können. Okay. Ich würde doch hier. Okay, auf dem Dach. Bitte was? Hilfe. Ah, ein Schlumpf tötet ihn. Duni, das ist Bass. Sollen wir ihn wenigstens leicht prügeln, um sich zu gehen? Lampe, die hast du da wohl als Beleuchtung für dein nächtliches Graffiti benutzt. Die habe ich benutzt, um alten Damen um die Straße zu helfen. Mit mir nicht an. Wir haben dich mit frischer Farbe ertappt. Menno, vielleicht fange ich mit diesem Vogel ein neues Leben an. Der macht wenigstens keine Wortspiele. Können wir ihn vielleicht. Wir müssen einen Vogel haben, um das zu versuchen. Ich habe meine Ersatzmütze gefunden. Ohne die gehe ich nie aus dem Haus. Ich will nicht, dass jemand meine Mutter mal sieht, dass wie eine Schatzkarte aussieht. Ich wollte mir damit gerade die Farbe aus dem Gesicht wischen, als die große Vogelmama mich gepackt hat. Sie muss mir auf dem Weg nach oben heruntergefallen sein. Was ist das? Die Größe des Blauleuchten. Das elektrische Sohn, ich glaube, das ist ein Donnervogel. Ein Dodo. Das ist ganz sicher ein Dodo. Der Donnervogel. Fahren wir die Leiter aus, damit wir die schneller nach hoch und runter können. Aha. Ich habe schon eine Ahnung, wo wir die Taschenlampe für brauchen. Sie können hier nicht durch, bis ich mit dem Tatort fertig bin. Okay, ich würde mal vorschlagen. Mal sehen, was da unten ist. Lass mich gucken. Ich habe die Lampe. Komm schon, immer darfst du Dinge machen, mit anderen Dingen benutzen. Ich will auch mal. Ludi, das ist eine ernste Polizeiangelegenheit. Lass los. Ich will nur den Schalter drücken. Mit deinem Nudelarm kannst du mir die Lampe nicht ewig.
Ups. Ups. Das war nicht meine Schuld. Du hättest wissen müssen, dass du sie mir nicht geben darfst. Zumindest ist sie eingeschaltet und beleuchtet einen Teil des Schachts. Sehen wir es uns an. Ist das letzte Wort zum Raketenwerfer gesprochen? Wir würden den Vogel in die Luft jagen. Aber wir würden an ihn rankommen. Alles eine Frage der Prioritäten. Okay, was machen wir jetzt mit dem Lüftungsschacht? Donnerwetter, was für eine schlechte Idee. Jetzt können wir hier durch. Das ist ein Busch. Also gut, versuchen wir es nochmal. Aber da sind so viele Schalter. Es ist nicht mein Job zu entscheiden, welche betätigt werden soll. Und ob das dein Job ist. Du bist in dieser Stadt für die Generatoren zuständig. Mematoren. Willst du mich veräppeln? Weißt du was? Ich will es gar nicht wissen. Detektiv, vielleicht können Sie uns helfen. Was soll ich tun? Versuchen Sie einfach den botanischen Garten mit Strom zu versorgen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum fragen die ausgerechnet mich? Aber uns sind die Ideen ausgegangen. Vielleicht hilft ein neuer Ansatz. Oh, natürlich. Den grünen Schalter, den orangen Schalter, den gelben Schalter. Und sie alle in die Ausgangsposition auf Wiedersehen. Dass es keine Animation gibt, sage ich einfach Augenrollen. Okay, Grünschalter. Es ist nicht gut, wenn in der Stadt der Strom ausfällt, wäre das bestimmt ein ernstes Sicherheitsproblem. Wir können sie diese Maschine wieder in Gang bringen. Detektiv, aber wir machen nichts kaputt. Moment mal, ich kann die beiden loswerden, wenn ich für einen Stromausfall in der Stadt sorge. Haben Sie etwas gesagt, Detektiv? Nein. Okay, ein orangener Kampf. Oha. Wir müssen das Licht den ganzen Schritt ausmachen. Ich bin ja keine Expertin für Generatoren, aber doch genau das bist du. Vielleicht sollten wir lieber aufhören, Schalter zu betätigen. Okay, sie haben das ganze Licht in der Stadt ausgemacht. Ich mach sie, sie ist zu stark. Es könnte nützlich sein, das Ende dieses Kabels zu nehmen. Vielleicht können wir damit etwas mit Strom versorgen. Stromkabel. Den Generator können wir nicht mitnehmen. Das Loop geführt nach unten. Vielleicht müssen wir genau dorthin, aber sie ist versperrt. Der Brunnen ist trocken. Ich frage mich, warum kein Wasser herauskommt. Vielleicht traut er sich nicht, wenn du zuguckst. Die Schlange sieht aus, als könnte sie jeden Moment abbrechen. Die Stange. Eine Brechstange sozusagen. Wir müssen irgendwie die Brechstange zum Abbrechen kriegen. Was wir eine Rose nennen, würde auch mit jedem anderen Namen lieblich duften. Sie würde vielleicht genauso riechen, aber wer will schon einen Strauß Adolfs geschenkt bekommen? Howdy! Muss unbedingt der Name sein. Alter Schwede.
Okay, Jamie. Haben Sie es gesehen? Was gesehen? Die Bestie natürlich. Was für eine Bestie. Oh, Sie halten mich wahrscheinlich für verrückt. Aber ganz tunlichst gibt es merkwürdige Schöpfer. Die Leute, ich berichten mir von einem riesigen geflügelten Wesen im Park. Es ist davon auszugehen, dass es Flügel hat, obwohl das Gegenteil genauso plausibel ist. Es hat eine gewisse Größe und es ist vorstellbar, dass es ein Auto, einen Elefanten oder lokale Berühmtheiten greifen kann. Ein Mann sagt, es verschießt Blitze und hält sich an den Boden hier auf, um nah bei seiner Beute zu sein, vermutlich Kinder. Tun Sie sich einen Gefallen, halten Sie sich von hier fern. Gehen Sie lieber ins Zoologische oder in die Hängengärten, dort ist es viel sicherer. Ich glaube nicht, dass es die in dieser Stadt gibt. Ja, und deshalb ist es dort sicherer. Oh, die sind in der ganzen Stadt verteilt. Wir sind mit einem Tunnelsystem verbunden, dass ich Informationen anbieten kann, wo mal sie gebraucht werden. Es war nicht leicht, Tunnel um das Mausvolk herumzugraben, aber jeder Job hat seine Herausforderungen. Tut mir leid, aber für die Auskünfte darüber müssen Sie einen unterirdischen Informationsschalter aufsuchen. Der Garten? Ich glaube, er ist grün. Wahrscheinlich gibt es irgendwo auch Wasser. Vermutlich arbeiten Leute dort, aber nur etwa zwei Drittel von denen, die eigentlich nötig wären. Kann es sein, dass sie noch nie darin waren? Eine wichtigste Aufgabe ist, Leute davon fernzuhalten. Es wäre auch heuchlerisch, wenn ich selbst hineingehen würde. Wenn man sich die Tourismuseinnahmen der Stadt ansieht, sind sie sehr gut dran. Das Tunnelsystem. Nicht so illegal wie Unwissenheit. Sagen Sie das nicht, Sie machen nur die Angst. Unwissenheit ist nicht illegal. Selbst Justiz wird zunächst aber nicht anerkannt. Na und nicht einmal die echte Justiz wird hier anerkannt. Ich hoffe, Sie meinen auf Wiedersehen. Ich verschwinde jetzt aus diesem verfluchten Garten. Und nicht auf Wiedersehen. Ich beende jetzt das Gespräch, Sie Verrückte. Zu beiden. Warum ist im Auto ein Baseball? Oh, der ist von der Arbeit. Welcher Hund hast du? Welche unserer Fälle hat es denn mit einem Baseball zu tun? Ich meine eine richtige Arbeit, Blutwolfarbeit. Die Baseballliga hat begonnen. Man kann nie wissen, wann ich ein Kind damit bewerfen muss, sondern Reflexe zu testen. Da fällt mir ein, wir müssen auf dem Rückweg bei Devon vorbeifahren. Okay, wir haben Baseball. Tja.
Okay. Ich habe mal den Vogel. Okay, können wir nicht rein. Okay, ich glaube, ich mache mal eine, ich mache bei dem, ich habe schon eine Idee, was wir mit dem Beil und mit der Kappe können wir vielleicht ein Gesicht machen und irgendwie müssen wir dann noch andere Sachen finden. Oder vielleicht ein Dummy. Warum? Ich mache jetzt schon mal Pause. Ich muss mir einen Kaffee besorgen. Macht jetzt auch mal kurz Kaffeepause, Toilettenpause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Spielen dann hier noch weiter am Abenteuer. Irgendwie werden wir das hier wohl hinkriegen können. Den Donnervogel zu besiegen. So, kurze Pause, bis gleich. Thank you.
So, ich würde mal sagen, weiter geht's. Spielen wir weiter. Nein. Wanderweg. Oh, wir tragen Handschuhe. Der Parkwächter hat seine Gartenhandschuhe vergessen. Sind ein bisschen abgenutzt, aber es ist noch Leben daran. Ganz ruhig, Pixar. Das sind Handschuhe. Da war nie Leben dran. Getragene Gummihandschuhe. Okay. Versuch mal was. Ludi, kannst du den Ball an die Stange werfen, damit sie abbricht? Gewinne ich einen Preis, wenn ich sie treffe? Ich könnte Ting 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 sagen. Jazz Manier. Abgemacht. Ting Ting Ting. Mehr konnte ich mir gar nicht erwünschen. Eine Brechstange. Aha. Heben wir das auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kanalisation nicht dermaßen überflutet sein sollte. Zumal da unten eine Tür ist. Was nun? Das scheint der Stromkasten für den Brunnen oben zu sein. Zum Glück ist die Sprache nicht auf Englisch gestellt, sonst würde dieses Ding uns 30% unserer Einnahmen wegnehmen. Okay, was heißt Ventil auf Englisch? Ich verstehe den Witz gerade nicht. Ventil 30% auf Englisch, 30% eingenommen. Okay. Ventil auf Englisch. Heißt Ventil auf Englisch nicht auch Ventil? Sekunde. Ich war der festen Überzeugung. Okay. Okay. Ich übersetze es mal lieber nicht. Damit man mir nicht durch Gerichtsverfahren 30% meiner Anteil, meine Einnahmen wegnimmt. Sitzt man lieber nicht auf Englisch. Aber ja. Ja, Ventil. Nicht schlecht. Ich meine, eine ganz, ganz falsch, ganz böse. Wenn wir mit dem Generator oben den Brunnen antreiben, sollte das Wasser hier abfließen. Okay, das muss ein langes Kabel sein. Okay, fließt ab. Es hat geklappt. Klettern wir die Leiter nach unten. Oh, wir hängen an einer Leiter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Diese Muckis. Okay, da wären wir. So, was sind wir hier? Abfluss. Von hier scheint der Brunnen sein Wasser zu beziehen. Abwasser findest du immer noch, dass die Rosen darum lieblich duften? Ich habe ein Déjà-vu. Ich spüre das Verlangen, Dinge kaputt zu schlagen. Ein solides Gitter. Ich gebe ihm 7 von 10 Punkten. Da steht Kiste. Mal sehen, was sich hinter dem Tor 1 befindet. Es gibt doch nur ein Tor.
Sieht aus, als ob der Vogel in die Wasseraufbereitungsanlage gefallen ist und alles kurz geschlossen hat. Jetzt, da wir das Wasser abgelassen haben, ist zumindest die Verbindung zwischen diesem Tank und dem Generator unterbrochen. Aha, und da haben wir unsere Lampe wieder. Unsere Lampe. Wir haben Glück, dass sie dort gelandet ist und wir den kleinen Piepmatz sehen können. Das war genau ein Plan. Als du sie versehentlich fallen gelassen hast. Ja, als ich sie versehentlich fallen gelassen habe. Okay, das ist der große Vogel, das ist ein Baby, das hier ist jetzt oben. Okay, dann vielleicht können wir das Vogelbaby mit den Handschuhen rausnehmen. Das ist ein Vogel, der trägt keine Dinge, die für Menschen sind, im Gegensatz zu mir. Denn ich bin durch und durch menschlich. Die Art, wie du das gesagt hast, lässt mich verdächtig erscheinen. Ich dachte, ich würde nicht, es ist nicht ihnen die Gummihandschuhe geben, sondern ihn da rausholen. Die Lampe. Der Vogel scheint in den Wassertrank gefallen zu sein. Seine elektrische Energie muss ihn zerstört haben, woraufhin der Raum geflutet und der Generator kurz geschlossen wurde. Was für ein Schlamassel. Die scheinen unten zum Pflanzenhaus zu verlaufen. Mal sehen. Okay, dort ist ein Rücksetzschalter. Probieren wir ihn aus. Das scheint geklappt zu haben. Im Garten müsste jetzt alles wieder funktionieren. Aha, die Lampe können wir nicht mitnehmen. Schade. Brunnen läuft wieder. Das Wasser fließt wieder. Was für ein schönes Gefieder. Was? Okay, das macht keinen Sinn. Bis da der Strom wieder fließt, funktionieren die Türen auch wieder. Gehen wir rein. Aha. Gummistiefel. Ein paar alte Gummistiefel, dann könnte ich meinen Fuß trocken halten. Und was ist mit meinen Füßen? Wir können jeder einen anziehen und auf einem Bein hüpfen. Okay, Gummihandschuhe, Gummistiefel. Wir machen uns den ganzen Gummianzug. Darf ich sie schlagen? Warum? Ich war früher Jugendmeister im Topfschlagen. Oh Gott. Endlich eine Toilette. Du die nicht. Aber ich hätte es schon so lange zurück. Als Kind kletterte ich in diese Dinger hinein. Und es tat so, als wäre ich ein Roboter. Ein übel stinkender Roboter. Oh je. Der Geist von Charles Dickens wohnt in dieser Pflanze. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Detective, es steht auf dem Schild. Natürlich stimmt das. Okay. Auffällige Pflanze. Lebhaft wirkende Pflanze, deren Blattadern wie kleine Blitze aussehen. Klebeband? Ein Klebeband, das irgendeinen Riss abdeckt. Das könnte ich gebrauchen. Ich muss es nur vorsichtig abziehen. Klebeband. Ein harmloses kleines Loch. Oh, das wird wahrscheinlich noch Konsequenzen geben. Soll wohl Laubbäume heißen. Was für eine schlampige Übersetzung. Raubbäume. Ja. Bist du dir da sicher? Auffällige Pflanze, eine lebhafte Pflanze, okay. Jede dieser Blumen ist ein Geheimnis, das jemand einem Baum zugeflüstert hat. Wenn sie essen, werden sie es erfahren. Aha.
Teilt sie alles oder? Suchen wir mal hier lang. Jetzt versuchen wir mal. Mit dem Klebeband kann ich die Löcher in den Handschuhen flicken. Siehst du so gut wie neu? Genauso neu wie die Sporttasche, die du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Hey, die habe ich mit vielen Leuten, mit viel Liebe aufgepäppelt. Und mit viel Klebeband. Gepflegte Gummihandschuhe. Können wir vielleicht damit jetzt? Mit den Gummihandschuhen. Ich muss einen Vogel haben, um das zu versuchen. Aha. Okay, wie lösen wir das Rätsel jetzt? Können wir das gleich noch kombinieren? Donnerwetter, das wäre eine schlechte Idee. Diese Idee hätte mit dem Dodo aussterben sollen. Was? Nein, der Dodo doch nicht. Können wir die vielleicht anziehen? Ich sollte mich vor einem Stromschlag schützen. Aber ich sollte auch meine Füße isolieren, damit ich nicht zu Fleischeinlage in einem elektrischen Vogel und Boden-Sandwich werde. Ah, und Stiefel. Ich sollte meine Füße isolieren und einen Stromkreis zwischen mir und dem Boden verhindern. Das ist gut, ich glaube, ich bin jetzt isoliert. Genug, um mir diesen Vogel zu schnappen. Was wir eine Rose nennen, würde auch mit jedem anderen Namen lieblich duften. Das haben wir, glaube ich, schon. Okay, schnapp's dir. Okay, ich bin geschützt genug, um das Küken herauszufischen. Und fischt nicht nach Vögeln, Detective. Vogelbaby und Gegenstand. Die können wir nicht mitnehmen. Die Lampe. Das muss der Schacht sein, durch den wir gesehen haben. Der Schacht, durch den wir gesehen haben, war am Boden. Der hier ist an der Decke. Manchmal frage ich mich, was mit dir los ist. Ach du die. Bitteschön, Vogelmama. Krächz, krächz. Sie scheint ihr Baby nicht zurückhaben zu wollen. Das Baby ist nicht so blau wie ich. Vielleicht ist das Baby ins Laden, weil es im Wasser war. Es könnte sein, suchen wir nach Futter, indem wir seine Batterien wieder aufladen können. Kränklicher Vogel, okay. Und weil hier vielleicht irgendwas somit war. Donnerwetter, was für eine schlechte Idee. Was treibt der hier? Verzeihung, wir sind auf der Suche nach Pflanzen, die rein theoretisch einen Donnervogel Energie verleihen könnten. Merkwürdige Theorie. Hat es vielleicht irgendwas mit dem tatsächlichen Donnervogel zu tun, welcher jedes Jahr brütet? Wie auch immer, normalerweise würde ich dafür die Blätter der Marco des Petona empfehlen. Deswegen kommen sie her, um sich neu aufzuladen. Wir haben die größte Sammlung in Nordamerika. Keine Ahnung warum. Aber vielleicht reden wir hier wirklich rein theoretisch.
Und irgendein Gauner hat sich hier reingeschlichen und mein extra starkes Klebeband abgerissen. Derjenige hat sicher keine bösen Absichten. Wen interessiert seine Absicht? Er hat Insekten reingelassen, die jetzt meine Pflanze zerfressen. Es wird Jahre dauern, die alles wieder insektenfrei zu machen. Vielleicht können wir dabei helfen. Gute Idee. Nehmen Sie diese Schere und schneiden Sie alle Stellen ab, die von Insekten befallen sind. Ich suche inzwischen nach Fingerabdrücken. Ich habe mir die nötige Ausrüstung besorgt, nachdem Sie es vorgeschlagen hatten. Danke. Oh. Gartenschere. Also gut, entfernen wir die Insekten und besorgen uns Vogelfutter. Ach du Schande. Ein Rätsel. Oh je, auf dieser Pflanze wimmelt es nur so vor kleinen Krabbeltieren. Nehmen wir etwas Faden, um die Blüten zu schützen. Jetzt ist die Pflanze geteilt. Wir müssen die Linien so anpassen, dass die Insekten und die Blumen getrennt sind. Rudi, du musst aufpassen, wie viel von der Pflanze befallen, wie viel sicher ist. Oh, aufpassen, meine große Stärke. Sobald der Bereich, in dem die Blumen sicherer sind, größer ist, ist der mit Insekten besetzten Bereich, können wir im Fallenbett abschneiden. Mit ein paar beherzten Schnitten retten wir die Pflanze und besorgen unseren hungrigen kleinen Freunden etwas zu essen. Okay, ich versuch's mal. Wir schneiden aber schnell den Weg ab. Okay. Prinzipiell haben wir doch jetzt, das ist eigentlich die gute Lösung. Jetzt haben wir keinen im selben Feld mehr mit dem. Dann ist nur Felder mit Käfern. Nur Felder mit verstehst noch nicht ganz. Da passiert nicht viel. Ist aber hier mehr. Blumen als Insekten sein. Okay. Das mache ich hier noch falsch, das wären weniger. Das wären, ja, das muss da eigentlich schon fast optimal sein. Das tut sich absolut wenig, absolut gar nichts.
Okay, da hat sie was getan. Ah, so, die Zahlen stimmen. Und nicht alle Blüten und Insekten sind voneinander getrennt. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, die Pflanzen aufzuteilen. Oh Gott. Fertig, wir haben die Insekten entfernt und einen Großteil der Pflanzen übrig gelassen. Diese Blätter sollten für den Vogel reichen. Ja, hier haben wir wirklich, haben wir geschafft. Fantastisch. Ich bin begeistert. Tolle Sache. Diese perfekte und absolut narrensichere Reparatur sollten verhindern, dass weitere Insekten hereinkommen. Okay, dann gehen wir mal. Lass es dir schmecken, kleiner Piepmatz. Das sollte die neue Energie geben. Hat aber jemand Appetit? Nach seiner Nahtoderfahrung war er wohl ziemlich ausgehungert. Gesunder Vogel. Wow, leuchtet. Damit sollten wir den Vogel als Bass verkleiden können, um den Austausch zu erleichtern. Energiegeladener Lockvogel. Mit cooler Mütze. Ist gut, versuchen wir es nochmal. Rechts. Rechts, rechts. Es funktioniert. Schnell, Dudi. Schnapp dir den Bass, solange er sich abgelenkt ist. Aber er ist voller Vogelkacke. Bitte. Schon gut, schon gut. Verschwinden wir lieber, bevor der Vogel seine Meinung ändert. Endlich, jetzt können wir uns wieder um unseren Fall kümmern. Dudi, der Fall bestand darin, Bass zu finden. So, jetzt bist du wieder zu Hause. Gehst jetzt besser rein und wäschst dich, Bass. Moment. Bass Aldrin Dudi, wenn du auch nur einen blauen Fußabdruck in das Haus setzt, aber was soll ich denn machen? Ihr seid doch clevere Jungs. Warum kombiniert ihr nicht das hier mit dem Wasserhahn hinter dem Haus? Schlauch. Fall geschlossen. Das war ja eine kurze Episode. Einer flog ins Kokosnest, gelöst. Die letzte Episode wird dann wieder, die wird dann wieder unendlich lang. Ich weiß nicht, können wir das jetzt, wollen wir das jetzt noch versuchen, die neue Episode anzufangen, oder was machen wir jetzt? Geschichten von der Dark Side, das klingt so nach dem, das kam auch neulich erst raus, da hatte ich die Benachrichtigung aufs Team, dass die jetzt das released haben, also die haben dann der ein paar Jahre gebraucht, um das zu lesen. Ich denke, das wird noch. Das wird noch ein ganzes Stückchen brauchen hier. Das wird ein langes Kapitel. Ich denke, das schaffen wir heute nicht mehr. Ja. Unmöglich, das ist ich würde sagen, keine kürzere Stream-Aufzeichnung für YouTube. Machen wir das. Danke fürs Zuschauen auf YouTube. Habt noch einen tollen Tag. Bis zur nächsten Streamaufzeichnung. Ciao.